Also, wir sind wieder hier bei Lies of P und bei meinem Lieblingsboss, wo ich letztes Mal entnervt aufgehört habe. Und ich versuche es jetzt einfach nur mal ein paar Mal. Es ist spät, ich bin müde. Ich habe mir fest vorgenommen, heute noch ein paar Tries zu machen. Weil ich hatte ihn ja gestern schon am Rande der Niederlage. Da hat ja nicht mehr so viel gefehlt. Also gucken wir mal jetzt. Gucken wir mal, wie es klappt. Ich will jetzt auch nicht wieder zu viel Zeit verstreichen lassen, bis ich es wieder probiere. Weil dann ist wieder, dass man... dass man wieder erst lernen muss und so weiter. Man könnte natürlich auch noch ein bisschen leveln. Das ist ja natürlich auch, das kann man ja immer. Aber man kann auch einfach richtig geil spielen und das Ding jetzt hier schaffen. Das ist halt auch eine Option. Ne? Das ist halt auch immer eine Option eigentlich. Na wieder was. Ja, die Waffe ist vielleicht scheiße, aber sie ist immer noch die beste, die ich habe. Wir hatten ja nichts. Da ist er, abgewrackter Wächter. Klingt nicht wie so ein krasser Boss. Lass mal wieder reinkommen, ne? Macht aber auch nur die Scheißattacke. Zweite Phase. Ja, ja, brav. Das ist so eine Drecksattacke. Zu lange. Die Animationen dauern zu lange. Ich habe schon wirklich 3 Sekunden vorher habe ich aufgehört zu drücken. Aber der... Ja, da kannst du nichts machen. Das kommt ja auch so schnell und überall ist Blitzscheiße. Alter, es ist so nervig, ey. Ich mache überhaupt keinen Progress bei dem, habe ich das Gefühl. Die zweite Phase fickt mich einfach so derbe. Julia, du musst das spielen auf jeden Fall. Ist echt gut. Vielleicht muss ich mich auch noch ein bisschen, vielleicht bin ich noch ein bisschen unterlevelt. Aber man muss schon fairerweise sagen, wenn man die erste Phase eines Bosses schafft, dann sollte man auch die zweite Phase schaffen, finde ich. Da darf nicht so eine Diskrepanz drunter stecken. Da hat er einfach sehr viel Energie, der Dude. Hier, erste Phase, kein Problem. Und dann wird er halt eine Bitch. Ja,
da habe ich vergessen, dass er noch Over. Visceral Attack verpeilen. Ich wollte mich kratzen an der Nase. Habt ihr es gesehen? Ich habe mich gekratzt an der Nase. Das gilt nicht. Ja, ich hab gedrückt. Ich hab Heal gedrückt. Oh, ist das unglücklich gewesen. Erst der Nasenkratzer und dann der letzte Heal. Nase abmachen beim nächsten Mal. Ja, ich vergesse das immer wieder. Also echt Pech, dass es mich in dem Moment so gejuckt hat in der Nase. Jetzt kriege ich... Kennt ihr das? Wenn ihr an Nasenjucken denkt, dann juckt es auch die ganze Zeit. Dann kriegt man es gar nicht mehr weg. Dann hat man so Phantomjucken. Abgekratzt. Sehr lustig. Gut, Chat. Nein, schlecht. Keine Parries mehr hin. Ja, jetzt kommt ja die zweite Phase, die packe ich einfach nicht. Zu gierig. Oh, überall ist Strom, gell? Na, ist der Grab. Das war der Grab. Es war der Grab. Er hat's doch auch. Ey, der Grab kann mich auch mal am Arsch stecken. Die Aufstehanimation ist so lang. Die ist so lang, bis der aufgestanden ist, hat der schon wieder seine nächste Attacke. Du kannst nichts machen. Der Grab, ey. Gibt's doch einfach nicht. Ich will nicht mal eine andere Waffe probieren. Die hat ja gar keinen Schaden gemacht. Das ist
nicht der erste Boss. Er sagt, dass das der erste Boss ist. Der lügt. Scheiße. Mann! Nee, das ist der Grab. Das ist so lächerlich. Ich habe das Gefühl, man macht in der zweiten Hälfte machst du überhaupt keinen Schaden mehr. Was habe ich gerade benutzt? Segel. Ich hätte ihn jetzt gewechselt. Nicht doof. Das plus das. Ich muss ein bisschen upgraden, glaube ich, Leute. Das nervt mich. Ich mache zu wenig Damage, glaube ich. Thank you.
glaube, ich gehe jetzt und upgrade die Waffe. Was haltet ihr davon? Ich habe in die falschen Waffen investiert, glaube ich einfach. Der Boss ist halt... around a weapon. Nicht genügend Materialien, versteckter Mondstein. Immerhin plus eins. Aber mehr kann ich schon nicht machen, ey. Ist das die Winterrapierklinge? Nee. Versteckter Mondstein. I know my way around a weapon. Plus 29. Das sind 152. Auch 152. Das ist auch komisch. Scaling mit B? Tja. Gibt es nicht noch irgendeine Möglichkeit, mich krass stärker zu machen? Stufe 1 Aufstieg. Reicht auch. Ah, wurde. Ich kann eine Seele poppen. Reicht's? Nein. Oh. 5000 Ergo. Oha. Ah, das ist ein Boss-Ego. Ergo. Ja, ich könnte hier natürlich schon noch ein bisschen aufleveln. Bei ihm kann man halt so Waffenbuffs kaufen, aber ich habe halt keine Ahnung, gegen was der schwach ist, der Boss, außer dass er offensichtlich stark gegen Strom ist.
Das weiß ich auch noch nicht. Materialien zur Verbesserung, okay. Quarz. Irgendwo muss es doch noch was geben, was mich weiterbringt. Ach, warte mal. Zu Geppetto? Schau mal im zweiten Stock. Okay. Stimmt, wo ist der eigentlich? Der hat doch gesagt, treff mich im Hotel. Und ich habe den seitdem gar nicht gesehen, ey. Die ganze Ladeanimation nochmal. Das ist aber auch ein großes Hotel. Hotel Krat. Geppetto! Geppotte! Geppotte! Geppetto Pito! Geppetto! Pito Pito Pito! Nee. Ja, nix Geppetto! Oder wie seht ihr das? Das ist kein Geppetto. Der ist erst da, nachdem der Boss down ist. Ja, sehr gut. Geppetto lässt mich hier in den Stich. Tja, ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, außer geht gut. Oder man farmt. Ich weiß nicht, es wäre natürlich gut, wenn man diese Steine farmen könnte, mit denen man... Ey, mit der Stromkeule habe ich ihn versucht, da habe ich gar keinen Schaden gemacht. Obwohl die sogar Level 2 schon ist. Also das wundert mich jetzt, dass ihr sagt Stromkeule. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass der gegen Strom quasi immun ist. Aber wir können es nochmal probieren, aber... Vielleicht lag es am Grifftyp. Wir montieren die nochmal auf... Wir montieren die nochmal auf Standard. Ihr werdet sehen. Dem Griff habe ich noch plus 8 Damage mehr. Aber dafür 5 weniger. Es geht eigentlich nur ums Moveset. Wobei hier... Das Scaling macht erstaunlich wenig aus, obwohl ich schon 15 in Geschicklichkeit habe. Und ein Scale B mit Technik gibt er mir nur einen kleinen Bonus. Jetzt mal so. Das macht
kaum, damage-mäßig macht es kaum Unterschied. Ihr werdet eh sehen, dass Strom bei dem nicht zieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Strom kein Land gegen ihn sehe. Zu spät. Naja, vielleicht macht es doch Sinn, das Spiel. Ja, die Reichweite, gell? Nein, der Grab! Du Fucker, ey. Alter. Der Grab! Nicht getroffen! Und dann kommt wieder diese Drecksattacke, ey. Ja, okay, es gibt sich nicht so viel. Aber es spielt sich angenehmer mit dem Knüppel. Ich hatte keine Heals mehr am Ende. Ich hatte noch einen Heal? Ach, ein Heal hat sich wieder aufgeladen. Ja, okay, dieses Feature, das kriege ich irgendwie immer nicht so richtig mit. Jetzt macht er die Scheiße. Nee.
Nee, da kannst du nichts machen. Da kannst du... Dieser Attacke kannst du nicht ausweichen, ich schwöre es. Und man nimmt ihm in der zweiten Phase auch einfach keine Energie mehr ab. Er hat immer gleich viel am Ende, wenn er mich killt. Kriegt er wieder Energie zurück oder nehme ich ihm einfach keine ab oder so? Ich raff's nicht. Die erste Phase ist so easy. Den ersten halben Energiebalken nimmt man ihm so leicht ab und den zweiten berührt man fast gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Waffe schärfen, bringt das? Ist das das Geheimnis? Nein, der Grab! Oh Mann! Habe ich in den Fucker. Komm schon. Yes. Oh. Ist doch easy eigentlich. First try war das. Ist gerade reingekommen, ja. Leute, das sind so Gegner, da frage ich mich, warum sagen die Leute, dass Spiele schwer sind? Das ist doch komplett einfach. Oh. So, dann kann ich ja jetzt zufrieden ins Bett gehen.
Jetzt mal, ich mache jetzt hier wirklich auch Schluss. Ich wollte wirklich heute nur diesen Boss legen. Und das ist mir jetzt gelungen. Und man muss auch mal auf einem Hoch gehen. Man muss auch mal mit einem Erfolgserlebnis in die Kiste gehen. Und nicht so wie sonst. Wie kommt man hier aus diesem Spiel... Ups, was ist jetzt passiert? Wie kommt man aus diesem Spiel überhaupt wieder raus? Hä? Da. Nee, da. Oh. Ich muss ausgeschlafen sein. Morgen RBTV Home und morgen auch Kino Plus, Freunde. Beides ist morgen für mich. Eigentlich müsste ich noch irgendeinen Film gucken. Daniel gibt einem immer Hausaufgaben auf. Hausaufgaben bei Daniel sind immer, guck mal diesen Film. Aber es sind meistens sind das auch so ein bisschen komische Filme. So ein bisschen merkwürdige Filme. So Filme, wo man sich fragt, wer guckt sowas?